So, hi zusammen. Herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe von Let's Play Argage, dem deutschen Videomagazin. Noch sitze ich hier ganz bequem vor meinem Haus, aber es geht jetzt gleich los. Ihr wisst Bescheid. Wir starten jetzt mit der AQ Man Challenge Teil 2. Ich habe mich jetzt erstmal noch in meinen kleinen eigenen Channel zurückgezogen. Oh, da sind Mails, auf die ich später zu sprechen komme, glaube ich. Haushaltsauflösung. Der nächste Spieler, der aufhört. Und Kätzchen gibt mir Jury-Equip, zweimal Gleiter und zweimal Ruderboot. Ich habe hier meine. Oh Gott, die sind jetzt durcheinander. Oh nein, einmal Reload und schon ist wieder alles verloren. Lieber Himmel. Das wird komplex. Jetzt muss ich erst mal rausfinden, was ist. Machen wir am besten dann hinterher bei der Preisvergabe. Oder wir machen einfach nur random, keine Ahnung. Ruderboot und zweimal Gleiter. Das sind die Mats, die mir jetzt so geschickt wurden. Die nehme ich jetzt einfach mal entgegen. Das ist mein Inventar voll. Das hat mir Pesta noch geschrieben. Die Acumen Challenge startet heute hier oben in dieser Housing Area. Und ich werde jetzt mit Liesel dahin reiten und euch kurz was drüber erzählen. Die AQ-Man Challenge hat leider Gottes sehr, sehr wenige Teilnehmer gefunden. Also einige haben jetzt auch noch abgesagt vorher. Das heißt, ganze 6 Personen nehmen an der AQ-Man Challenge Teil 2 teil. Mindert natürlich nicht die Qualität des ganzen Events. Wie gesagt, die AQ-Man Challenge ist das gleiche wie mein Let's Play Magazin. Ob 3 Leute oder 3000 Leute, ist völlig egal. Ich hoffe auf jeden Fall, dass bei der AMC in einer EU-NA, also eher EU-Ausgabe, dann mehr Leute teilnehmen werden. Würde mich sehr, sehr, sehr freuen. Und ich persönlich habe ja immer die Hoffnung gehegt, dass die nächste Ausgabe der AQ Man Challenge halt wirklich dann schon live vom Testserver in Europa beziehungsweise aus der CBT in Europa kommen wird. So quasi als Abschlussevent der Closed Beta 2 oder 1 in Europa, wenn das halt eben so weit gekommen wäre. Momentan sieht es ja leider nicht danach aus. Aber nichtsdestotrotz, es muss weitergehen. Ich bin heute mit Liesel als Jurymitglied unterwegs. Mein Problem ist, ich werde mit meinem sehr hohen Verbrechensstand von 1201 Strafpunkten mich in PvP-Zonen begeben. Sobald ich mit Liesel sterbe, werde ich in den Knast wandern. Und zwar für eine sehr, sehr, sehr lange Zeit. Das sage ich gleich mal vorweg, das ist ganz wichtig. Ich werde mich vor ein ordentliches Gericht stellen und ich werde mich ordentlich verurteilen lassen. Aber die Frage ist, das Ganze brauche ich nicht live zu bringen, würde ich sagen. Da würde ich sagen, eine Folge nochmal aus dem Knast, damit man sieht, was passiert und danach einfach die Strafe ablaufen lassen. So, hier haben wir wieder die Bots, die nach dem Levelprinzip laufen. Ich denke mal, das wäre das, was ich jetzt halt eben vorschlagen könnte. Aber das werden wir sehen, vielleicht passiert mir ja auch gar nichts. Dann noch was, die Folge wird nicht am Stück laufen. Erstens mal habe ich gar nicht so viel Festplattenspeicherplatz, um diese riesige Strecke abzudecken. Und zweitens mal dauert das Ganze auch sehr, sehr, sehr lange. Also das wäre dann eine 2-Stunden-Folge, ist natürlich nicht drin. Ich werde jetzt hinreiten, wir werden jetzt zusammen den Startschuss sehen und dann werde ich einige Highlights bringen, zu denen ich mich quasi wieder dazu klinken werde. Zwischendurch muss ich halt immer mal MP3 abspulen, absondern, ne? Und dann gibt es wieder vom nächsten Checkpoint oder von dem Checkpoint. Und dann werde ich euch quasi ein bisschen was dazu erzählen, zu den Gebieten, in denen wir uns befinden und werde natürlich auch gucken, bis wann es mögliche Teilnehmer eben schon an diese Ecke geschafft haben. Es gibt ein paar Unterschiede zur AQ Man Challenge 1. Und zwar, die AQ Man Challenge 2 wird keinen Raid mehr haben. Das heißt, die Spieler sind nicht mehr in einem Raid zusammen unterwegs, sondern jeder läuft für sich. Also jeder Spieler hat, aufgrund der Spielerzahl ist das ja auch möglich, hat einen Betreuer quasi bei sich stehen oder mehrere Jurymitglieder, die halt aufpassen, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Das heißt, da muss man sich keine Sorgen machen, da wird nichts geschummelt, nichts gemunkelt, nichts geklüngelt, wie auch immer. Das ist klar. Also, wie gesagt, es wird eine Überraschung werden, auch für mich. Ich werde letzten Endes mit keiner Gruppe laufen. Ich habe in meiner Gruppe nur Shira drin und Shira ist ja genauso wie ich ein Let's Player. Shira wird das Ganze voll Let's Playen, aus der Sicht eines Jurymitglieds. Und ich werde einfach nur eine Zusammenfassung machen. Also ich werde es nicht komplett Let's Playen, ich werde immer nur so Highlights bringen. Deswegen eine Special-Folge. Ich bitte deswegen auch die Sendepausen zu entschuldigen. So, ich glaube, das war jetzt mehr als genug einleitendes Blabla. Ich switch jetzt hoch in den Channel zu den ganzen anderen Leuten. Also die Teilnehmer, alle sind wieder in einem Channel drin. Und dann geht's los, würde ich sagen, ne? So, einmal hier hoch noch und jetzt geht's hoch. Also, viel Spaß dabei. Coming through. Who's there? Hello. Hi. Also, die Einladung ist abgedreht. Es kann losgehen. So, jetzt bin ich hier im Osten gelandet. Okay, gut. Haben wir jetzt eigentlich schon alle Teilnehmer da? Lass mich mal kurz überblicken. Dip, 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 dip. Beamung ist da. Tristan fehlt. Ey, cool, nur noch 5 Teilnehmer.
Was? Ja, ich hab die Leute schon vorbereitet. Ich hab die Leute schon vorbereitet, ja. So, Junari ist da. Freas ist da. Kasus ist da. Velox ist da. Sehr schön. Okay, gut. Dann kriegen jetzt erstmal alle ihre Namen. Das heißt, ihr könnt dann schon mal anfangen, eure Charaktere zu erstellen. Hi. Wow, oh, ganz schön knapp. Das ist Vic. Hi. Hast du den Leuten jetzt schon gesagt, Fido, was sie gewinnen? Nein, noch nicht. Das wollte ich jetzt eigentlich machen. Sobald dann alle da sind, ich weiß nicht, wollt ihr auf den Tristan noch warten, oder? Wir geben jetzt erstmal allen die Dinger. Wenn er jetzt 10 vor nicht da ist, dann... Also beziehungsweise 5 vor... Also wenn er bis spätestens 5 vor nicht da ist, dann hat er Pech gehabt. Okay, alles klar. Hey, ist ein Bot, Fido. Dann werde ich... Ach, wirklich ein Bot? Huiuiui, ja, ein ganzer FG, Bot. FG, 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 FG. Ein der. Ganzer Bot. Da ist FG, so, FG, FG. Dann Junari kriegt... So. Ah, ist das die Liste? Ja, stimmt. Muss ja Balmung noch dazu sagen. Welches Jury-Mitglied? Moment, Balmung, sorry. Hab's vergessen. So, in dem Housing-Gebiet im Nordosten. Da bin ich. Shit, ich komme jetzt hier gerade wieder nicht rein. Also ich bin da, wo ich mit dem Portal vom Longsand ausgelandet bin. Und jetzt kein Teil, wo ich hin muss. Das ist Lukas Checker, jetzt musst du über die Berge. Dann das ist über die Berge, Richtung Westen, kommt das faire Startgebiet. Und, beziehungsweise, nee, wir machen das ganz anders, Dark Noise, du kannst dich ab dem See anschließen. Nördlich von da, wo du bist, ist der Ancient Forest und der hat einen riesigen großen See. Und da ist eine ganz nördlichen Teil des Sees, ist so eine kleine winzige Insel. Und da dann halt, kannst du dann halt, sobald die ersten dort angekommen sind, kannst du dann mit denen mitlaufen. Sollte jetzt nicht so lange dauern. So, dann mach ich mal weiter. So, Balmung hat, Junari. Wo stehst du, Pestan? Ich stehe mit dem Kätzchen genau in der nordöstlichen Housing Area. So, Ach, ich nehme an, es gibt verschiedene Häuser. Ich bin da, wo das Haus auf der Karte ist. Was? Dann bist du bestimmt da, wo das andere komische Symbol ist. Da, wo das Portal ist. Portal? Ah, ich glaube, ich weiß wo. Wie gesagt, ganz im Nordosten. Da geht schon fast die Klippe runter. Ja, bitte, dann werde ich so um 5 vor meine... Ja, da werde ich mal die Grußworte richten dieses Mal. Announcement. Vic? Du hast ja. Alle Namen, das ist ja bei dir, ne? Ja. Gut. Post hast du bekommen, Vic? Okay, ich glaube nicht gerade eine. Bei dem Portal, da müsste ja jetzt hier irgendwo Pestern stehen. Natürlich. Pestern, welcher Name? Immer wieder ein Vogel, raus, ein Flugzeug! Name fliegt raus. Wo, Fido? Ein Flugzeug! Moment. Wo denn? Ein Flugzeug ist über mir! Und Shira. Dieser Name fliegt raus. Ist es ein Vogel? Ist es ein Flugzeug? Nein, es ist ein Pegasus. Ah, da ist ja der Fido. Du bist aber an der falschen Housing Area. Wir müssen zur nächsten weiter. Achso, das ist aber ganz Nordosten, oder? Nee, nochmal weiter im Osten. Noch eine. Ich bin jetzt auch gerade eben erst gekommen. Ich komme von meinem Häuschen unten an. Der fliegt raus. Ja, Belox, ihr könnt jetzt schon all eure Chars erstellen. Und ich hol euch dann im Ferregebiet ab. Holst du alle ab? Ja, ich hol alle ab. Kannst du mir den nochmal schicken? Kann man hier irgendwo noch eingeladen werden? Mit einem Oscar-Charakter. So. Wen soll ich einladen? Shira, du kannst zusammen mit Fido in eine Gruppe gehen, ihr beiden als Let's Player. Genau. So, und zwar dann Velox wollt ihr nochmal haben. Ich auch gleich, Sekunde. Ich hab grad Ladebildschirm. Hallo. Aber keiner von denen hat den Pegasus. Mann, ja. Niemand ist uns auf die Video. Danke. So, dann porte ich mal schon mal ins Ferregebiet und hol mal dann alle ab. Beide im Wald, bitte. Vic? Ja.
Was wie gesagt, du ladest dann gleich die auf dich zugeteilten Namen ein. Ah, okay, gut. Wer ist denn eigentlich Tristan? Ist es einer von Impact oder? Nein, es ist keiner von uns. Weil ich kenne den auch nicht, also das ist auch keiner von uns, also ich habe keine Ahnung, wer das ist, Tristan, sagt mir gar nichts. Und wie bei Mund der Charnomen geht's noch nicht? Ist bereits vergeben. Nein, das kann nicht sein. Also vergeben kann er nicht. Leiter sinkt einfach nicht, ich glaube, ich werde gleich sterben. Ja, Shira, ich weiß, wir müssen, warte mal, ich kann es dir ja vorgeben, genau. Ich gebe dir einfach die Checkpoints vor, ja? Ich hoffe jetzt, dass ich den erwische. Ja, vor allem würde mich interessieren, jetzt erstmal am Anfang. Ja, hier geht's hin, der Checkpoint ist von mir gesetzt worden. Balmung, wie gesagt, kannst du mir ganz kurz sagen, was an dem Namen nicht funktioniert? Man kann AMC nicht groß schreiben, ne? Dann schreibst du AMC klein. Mit Leertaste oder direkt dran? Direkt dran. Mann, gibt's da unten einen Haufen Käse, Käse, das ist ja der Hit. Das heißt also, es geht hier durch, gell? Lecker, lecker Käse. Ich frage einfach Liesel. Genau, da geht's durch, ja. Okay. Ja, dann halt einfach an alle das AMC am Ende kleinschreiben, hinten dran hängen, fertig. So, Sieht ein bisschen aus wie Käsekuchen. Ja, das wird auch Käsekuchen am Ende. Schon irgendwie, Tristan ist anscheinend noch nicht zu sehen, ne? Nee. Schon zwei haben wir hier schon. Das heißt, wir sind dann noch fünf Teilnehmer. Gut. Super. Und bei fünf Teilnehmern kann ich jetzt schon mal verkünden, dass jeder Teilnehmer einen Sachpreis bekommen wird. Dazu schon mal herzlichen Glückwunsch. Also es gibt keine digitalen Preise, die jetzt für 6 und 7 noch vorgesehen waren. Das heißt also, 1 bis 5 bekommen jetzt wirklich Sachpreise. Braucht dann nur noch hinterher eure Adressen und dann geht das Ganze auch schon los, ne? Na toll, hätte ich das mal vorher gewusst. Doch, kein Hearthstone Beta Key, na toll. Ein Blick, das hat Beta Key. Ich mach doch kein Let's Play. Der Hearthstone Beta Key für Platz 1. Ich meine, es gibt ja immer noch digitale Extras, ne? Also, es gibt ja nicht nur. Es gibt sowieso, jeder Teilnehmer erhält digitale Extras und für die ersten drei Preise gibt es auch besondere digitale Extras. So ist es nicht. Was kriegen die Let's Player? Die Let's Player kriegen ein Küsschen. Was krieg ich, dass ich einen Pegasus habe? Keine Ahnung. Du hast Käsekuchen. Genau. Du hast ja letzten Endes nichts weiter gemacht, als dir deine Monatsgebühren zahlen lassen, beziehungsweise gezahlt seit Januar. Von daher ist dieser Pegasus eigentlich nicht gerade eine Meisterleistung. Doch. Gut, du hast 9 Monate Zahlungsmoral bewiesen für Argage. Das ist, wow. Ja, gut, den hat sonst keiner. Die haben alle nur so hässliche Yatas. Und die können nicht mit ihrem Mount fliegen, so wie ich. Wer ballert denn da voll mit irgendwelcher Musik rein? Das ist Dark Noise. Aber warte, ich kann mal das Mikrofon ändern, vielleicht wird es dann besser. Kasus, klappt's? Ich bin nicht. Warum ist das Pegasus blau? Weil es blau ist. Sobald Kasus da ist, mache ich das Portal auf. Cool, das brennt sogar, das ist ja cool. Sehr schön. Das macht der Cash of Pegasus Frost auch. Hallo, hört ihr mich? Ja. Hallo? Okay. Hallo, wer ist da? Hallo? Mal gucken, ob das jetzt besser ist. Wer ist denn da? Gut, hallo? Ich werde wahrscheinlich so die meiste Zeit gemutet sein, von dem her. Okay, wir haben 5 vor. Ich würde sagen, das war's für Tristan, ne? Jo, Tristan ist damit raus, ist qualifiziert. Muss ich jetzt überhaupt noch irgendjemandem diese Materialien geben, die du mir geschickt hast? Nein, muss man nicht. Alle durchs Portal. Ich habe ein kleines Problem, warum auch immer, ich kann nichts angreifen. Na hier ja, nicht. Da noch nicht. Portal, wo ist ein Portal? Du kannst hier gar nichts angreifen, wir sind ja in der Safe Zone. Nee, auch keine Mobs. Ich kann ja auch keine Mobs angreifen. Oh, das ist ja cool. Die Waffe ist angelegt und alles, aber ich kann nicht angreifen, warum auch immer. Portal? Hier ist kein Portal. Liesel, wo ist ein Portal? So, alle nach oben. Achso, die kommen jetzt hierher, verstehe. Genau. 118. Kuro, kommst du? Dem Kätzchen nach. Andere Richtung.
Ey, das klingt schon sehr qualifiziert für die AQ-Man-Challenge. Ja, dann kommt mal alle ran, damit ich mal ein paar Wadde loslassen kann. Verdammt, ich bin im fairen Startgebiet, hier sind alles Kätzchen, verdammt. Ich würde echt gerne mal Züge, wo ich dich angreifen kann. Du bist es nicht würdig. Hm? Muss ich noch irgendwas anklicken, aktivieren, was weiß ich, weiß, wie lange ich mal drin war. Hast du vielleicht keine Waffe mehr ausgerüstet? Doch, die ist auch noch ganz. So, sobald die Jurymitglieder ihre zugeteilten Personen da sehen, können sie direkt einladen. Wen ging einladen? Römisch 2. Also es muss dann direkt Römisch 2 da stehen. 1, 2, 3, 4, 5. Alle 5 Teilnehmer da. Gut, Nee, noch nicht. Es sind noch nicht 5 Teilnehmer da. 1, 2, 3, 4, stimmt. Mit dem 5. komme ich gerade im Schlepptau. Was braucht er für Boot und Kleider an Materialien? Das, was ich dir geschickt habe, musst du nur einmal halbieren. Das wäre jetzt toll, wenn du ihm 5 Holz geschickt hättest. 3 Stoff, 3 Leder, 5 Holz, 2 Eisenbarren, 1 Bauplan und 10... Ah, da hat sich direkt der eine von mir schon angehandelt. AOE-Fähigkeiten kann ich einsetzen, die machen an Gegnern aber keinen Schaden. Handel war so. Vorletztes? Soll wird eingeladen und... Hat Tristan noch geschafft oder was war jetzt das? Wer ist jetzt Luna? Wo ist Luna? Da ist Luna. Nee, Tristan hat es nicht geschafft. Das ist, wie gesagt, jetzt sind die 5, die dazu gehören. So. Dann haben wir die Luna. Luna bekommt Handeln, auch noch Mats. Gegen Handeln. Das erste. Das oberste. Wenn du neben jemanden stehst. Das oberste ist Handeln. Das zweite ist Einladen. So. So, ich hab meine beiden Schützlinge schon an der Hand. Alles klar, gut. Dann würde ich sagen, dann sag ich mal kurz ein paar Worte noch, ne? So, hi zusammen. Ja, so, hi zusammen. Ne, Mann, das habe ich jetzt alle schon in der Aufnahme drin. Herzlich willkommen zur zweiten AQ-Man-Challenge. Leider viel, viel weniger Teilnehmer als bei der ersten, aber auch viel, viel weniger Zocker in Korea als bei der ersten und so weiter und so fort. Schön, dass ihr euch trotzdem dazu entschieden habt, mitzumachen. Ich wünsche allen viel Erfolg und einen fairen und sauberen Wettbewerb. Ich wollte eigentlich nur noch ganz kurz was zu den Preisen sagen, weil, wie gesagt, die Organisation und auch das, die ganze Geschichte mit Regeln und so weiter und so fort übernimmt alles dieses Mal die Gilde Impact. Von mir ein herzlicher Dank dafür auf jeden Fall, dass sie das Ganze alle managt. Ich denke, die werden danach auch noch was dazu sagen zu der ganzen Geschichte. Ich wollte nur noch ganz kurz hier die Preise veröffentlichen. Ich habe mir da lange Zeit Gedanken drüber gemacht, was man denn da jetzt eigentlich nehmen könnte. Leider habe ich es jetzt auch nicht mehr so dicke jetzt aktuell im Budget von den Spenden her und allem drum und dran wie bei der allerersten AQ-Man-Challenge. Also dieses Mal fliegen keine Vollversionen. Einen Hearthstone-Beta-Key gibt es auch nicht. Das war auch wieder ein wunderschöner Troll. Ich meine, 200 Euro haben oder nicht haben, ne? Aber sowas wird natürlich bei so einem kleinen Wettbewerb nicht verlost. Nein, es gibt natürlich Arc-Age-Merchandise, also Geschichten zum Thema Arc-Age. Da habe ich mir wieder ein paar Sachen einfallen lassen. Und zwar, ich gehe jetzt mal der Reihenfolge nach. Also jeder Teilnehmer erhält natürlich wieder seine Teilnehmerurkunde, wie beim letzten Mal. Es gibt natürlich auch wieder ein Yata, wie beim letzten Mal, für jeden Teilnehmer, für seinen Charakter oder für seinen anderen Charakter, wenn er überhaupt hier spielt. Ansonsten haut er das Ding ins Auktionshaus oder schenkt es jemand anderem. Das sind die digitalen Geschichten, die jeder auch wieder bekommt. Und jetzt kommen wir mal zu den physikalischen Sachen. Es gibt nämlich, also dadurch, dass wir jetzt 5 Teilnehmer haben, eine Sache, die jeder bekommt. Nämlich jeder von euch bekommt einen Arc-Age-Pin. Das ist quasi ein Anstecker mit Stecknadeln. Den könnt ihr euch an, was weiß ich, an den Rucksack, ans Hemd, ans T-Shirt, an die Wand, sonst wohin stecken. Also einen Arc-Age-Pin mit Arc-Age-Logo bekommt schon mal jeder. Für Platz 3, der Drittplatzierte bekommt ein Arc-Age-Poster. Ein Poster mit einer Concept Art aus China, und zwar nicht mit der Hariharan Dame, sondern diesmal mit dem männlichen Elfen. Und zwar ist es die Concept Art mit der Eule auf der Schulter, also die richtig gut gemachte in voller Größe. Für Platz 2 gibt es einen Arc-Age Schlüsselanhänger, und zwar ist das ein Schlüsselanhänger in Polarbärenform, und zwar der Bär, den man aktuell in Arc-Age jetzt hier anpflanzen, züchten kann und auch als Mount bekommen kann, mit dem grünen Arc-Age Logo als Aufdruck vorne drauf für das schicke kleine T-Shirt, das er auch bekommen hat dazu.
Also ein Schlüsselanhänger für Platz 2 und Platz 1 bekommt natürlich zwei physikalische Geschichten. Und zwar zum einen ein großes Poster mit einer Arc Age Concept Art drauf. Und zwar in dem Fall ist es wieder eine Charakterzusammenstellung der verschiedenen Rassen. Und der Hauptpreis überhaupt, der Mega-Knaller-Überpreis, ist eine Arc Age Pro-Zeitbox. Für Platz 1 gibt es eine Arc-Age Pro-Zeitbox mit einem sehr lustigen Logo drauf. Die Pro-Zeitbox ist blau und die Figur, die auf der Pro-Zeitbox abgebildet ist, die ist auch blau. Also könnt ihr euch schon fast denken, wer auf der Pro-Zeitbox vorne drauf sein wird. Also behältst du jetzt die GeForce 780? Genau, die werde ich jetzt behalten. Also soviel zu den Preisen. Ich wünsche einen fairen Wettbewerb. Ich wünsche euch allen viel Spaß und übergebe das Wort an die Rennleitung der Gilde Impact. Vielen Dank. Dann sage ich auf jeden Fall herzlichen Dank, dass sich dann doch so der ein oder andere hier eingefunden hat. Es ist natürlich schade zu sehen, dass wir jetzt nur 5 Teilnehmer haben, was natürlich jetzt im keinem Vergleich jetzt zu der letzten IQ-Man-Challenge steht. Trotzdem danke an euch. Ich hoffe, euch gefällt die Strecke, die wir uns ausgedacht haben. Und ich wünsche natürlich jedem Einzelnen, man kann jetzt nochmal schnell auf Toilette gehen, Belox, ja. ich wünsche jedem Einzelnen sehr viel Erfolg hierbei und ich hoffe auch sehr viel Spaß. Das Ganze ist dann auch noch so mitgehalten. Ihr werdet, sobald ihr am Ende das letzte Gebiet mit erreicht, also dann, sobald ihr die Zeppelt erreicht habt, da wird halt das jeweilige Jurymitglied euch dann nochmal aus der Gruppe kicken. Da ich nochmal direkt jedem Jurymitglied werde ich direkt eine Position dann noch mit zuweisen, sobald ihm die Leute abhandengekommen sind. Und das hat nämlich die Bewandtnis, ihr sollt ab dort wirklich auch jeder für sich selbst einen Weg finden. Und ab dieser Zone ist PK. Das bedeutet, ihr dürft euch auch untereinander töten. Das heißt, na, man muss wirklich schon auch schauen, dass man eventuell einen Weg geht, wo der ein oder andere nicht auf ihn lauern könnte, um sozusagen halt wirklich noch diesen Nervenkitzel mit reinzubringen. Und auch die Jury. Im letzten Gebiet schreibe ich jetzt im Laufe der nächsten 5 Minuten dann Dark Noise, eine kleine Route. Der wird diese Route abreiten und jeder, der ihm zu nahe kommt, wird getötet. Das heißt, ihr habt dann in dem letzten Gebiet, in den Ruins of Harialaya, dann nicht nur andere Spieler als Gegner, sondern halt auch das ein oder andere Jurymitglied. Und von daher ist dann halt noch so ein noch weiterer Faktor mit drin, da wir auch nicht wirklich eine Strecke gezeigt haben, die ihr dort ablaufen könnt. Na, also es wird in den letzten 2 Gebieten runter und drüber gehen. Beim Tod, wie gesagt, zum letzten genannten Checkpoint. Ich werde, wie gesagt, jetzt gleich jedem dann auch nochmal die genauen Checkpoint-Positionen anschreiben. Und sollte einer von den Leuten getötet werden von einem Spieler, kann er direkt den Namen ausrufen. Und der muss sich dann leider zurück zum letzten Checkpoint begeben. Das heißt, wenn man, sagen wir jetzt mal, kurz vorm Ziel stirbt, muss man bis zum Anfang zurück, sich dort dann nochmal bei dem Jurymitglied melden, halt einfach nur nochmal sichtbar da sein und darf ab da wieder loslegen. Ja, Hodor. Also, meine lieben Freunde, ich wünsche euch sehr viel Glück, wenig Stress oder sehr viel Fun. Und damit wird der Startschuss wird dann gleich in 5 Minuten. Das heißt, ihr habt alle nochmal eine schnelle Toilettenpause. Und pünktlich um 17.10 Uhr legen wir los. Also gut, pünktlich um 17.10 Uhr legen wir los. Bis dahin breche ich auch nochmal die Aufnahme ab. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg, ganz viel Spaß, wie ich es eben schon gesagt hatte. Und let's have fun. Go! Ich hab schon gedacht, die stürmen los, dann laufen die jetzt erstmal dahin und basteln. So, da haben wir es direkt schon. Gucken, craften sie direkt beides oder craften sie nur eins von beiden? Langes gecraftet. Sieht so aus, als wenn sie beides craften. Hm. Und der erste läuft schon los. Boah, ich kann das allen nicht craften, ne?
Dicht gefolgt von Luna. Mir fehlt eins. Was fehlt dir? Eins, zwei. Was fehlt? Damit haben wir schon direkt die ersten, Leder. Die loslegen. Leder? Die, dir fehlen drei Leder. Drei Leder fehlen mir, für ein Kleider. So, jetzt bin ich hier vor dem Mogapa. Mogapa Shang, Mogapa Sham, Mogapa Sam, Mogapa ist auf jeden Fall Palast. Vor dem Kloster der hier ortsansässigen Yamagawa-Gemeinde hier in den Singing Lands. Das ist der zweite Checkpoint hier während der AQ Man Challenge. Ihr werdet dich jetzt hier hochladen, nur ganz kurz. Wer ein Let's Play aus der Nähe sehen will, das natürlich überwacht wird, natürlich auch von einem Let's Player, dann guckt euch das von Shira an. TVKLP, ich kann es wie immer nur ans Herz legen, er wird auf jeden Fall nähere Details dazu bieten. Ich zeige euch jetzt mal die Strecke, wie man jetzt hier quasi hochreiten müsste oder hochlaufen müsste, wenn man das Ziel erreichen will. Wenn man falsch fliegt, man kann natürlich auch über die Berge kommen, dann kann man das Ganze auch mit dem Gleiter schaffen. Das könnt ihr euch dann aus der POV vom guten, lieben, netten, freundlichen TVK angucken. Shira, mit dem ich jetzt hier in der Gruppe bin, nämlich Philly, der kümmert sich da jetzt darum, dass die Leute aus der Nähe auch gefilmt werden, dabei hoffentlich ohne jemanden im Weg zu stehen. Ja, hier kommt man auch vorbei. Das sind jetzt eher neutrale Affen. Die tun einem auch nichts. Die wollen nur spielen. Und da sind wir auch schon am höchsten Punkt angekommen. Und der Checkpoint ist jetzt hier drin. Bei dieser freundlichen Dame. Und hier werde ich jetzt auch erstmal ausloggen. Erstmal abschalten. Und dann, wenn die ersten Teilnehmer hier hochkommen, werde ich dann weiter filmen. Ne? Schöne Aussicht, kann ich auf jeden Fall sagen. Bis gleich. Okay, wir müssen die Jagd natürlich unterbrechen. Da ist eine Baumfarm. Wenn ich Arbeitskraft hätte. Ein Banker. Ja. Baumfarm sehen wir auch. Da ist der nächste runtergefallen. Super. Ja, Luna nimmt einen sehr interessanten Weg, muss man ihm schon lassen. Steffi, ich nehme dir dann an Checkpoint 2 und an Checkpoint 3 B-Logs ab. Das ist nett. Ah, doch, da haben wir auch den lieben Shira. Also Shira verfolgt hier wunderbar unseren lieben Erstplatzierten. Oh ja, aber unser werter Zweiter, der holt ganz schön gut auf, also die Strecke über die Berge war wirklich eine intelligente Wahl. Ich frag mich, wie oft ich die Strecke abgegangen bin. Nee. Ich hab dich mit deinem Char, ich glaub, viermal am Startpunkt gesehen, also mit deinem Trainingschar. Heute, oder? Mhm. Und da haben wir einen Platzwechsel! Wow, 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 wow. Und damit wurde der Soll jetzt endlich mal abgelöst von seinem ersten Platz von der Luna. Auch nur aber wenn knapp. Die Luna da am Anfang nicht gefailt hätte.
Ja, ich habe mir noch notiert, Gleiter anlegen, aber nein. Das hat er mir jetzt nachgemacht. Da bin ich drauf. Okay, und damit haben wir direkt die ersten Checkpoint passiert. Ja, nachdem wir jetzt den ersten Checkpoint hinter uns lassen, wir haben jetzt die führenden beiden gesehen. Einer davon war offensichtlich Balmung, hat man ja bereits an der Stimme erkannt, würde ich sagen. Ne? Gleite ich jetzt gleich weiter zu einem Checkpoint, der schon etwas einiges weiter liegt. Normalerweise gehen die Teilnehmer jetzt ja über Innistir. Ich selber gehe jetzt direkt zum Checkpoint im Ancient Forest, wie man hier sieht, bekannt für seinen wunderbaren großen See. Habt ihr das meiste ja schon gesehen aus meiner Reihe What a Wonderful World, sowohl CBT4 als auch live. Jetzt werde ich auch wieder auf den großen See zusegeln und werde wahrscheinlich wieder abstürzen. Und dort ist der Checkpoint, die Insel, die man hier hinten schon leicht sehen kann, diese Insel hier, wo meine Maus drüber ist. Dort ist der nächste Checkpoint. Und dort werde ich mich jetzt hinbegeben und auf die Teilnehmer warten, die aus Innistir hinüberkommen und dann noch von hier aus weiter in See stechen werden. Mit ihrem Ruderboot. Ah, safe zone. Total. Bin ich hängen geblieben? Okay, hier könnt ihr euch noch nichts machen. Bei dem Checkpoint hier ist noch keiner durch, gell? Welchen? Nö, kann ja nicht sein, ich hab euch ja alle. Mit der Insel? Ja, mit der Insel. Ancient Forest. Nee, noch nicht. So, meine Wenigkeit steht am Checkpoint. Der eine hat den Qualm-Debuff. Könnte mal jemand töten. Im PvP-Gebiet vielleicht. Der Zarania. Und mich verfolgt er natürlich. Das freut mich. Oh, Speedboote. 1, 2, 3. Boah, Speedboote, nee. Ja, ich sehe schon. Darf nicht wahr sein. Macht nichts, wir sind in Schutzzone. Ja, hier kann euch nichts passieren. Ach jo. Fuck. Da muss man keine Angst haben, wenn man die Speedboote sieht. Tja, zu spät, er wollte schon tauchen. Kacke. Jetzt ist er noch nicht zurückgefallen. Ja, jetzt bin ich zu weit hinten. Scheiße. Da ist Zeros. Da kommt der Erste. Da kommt der Zweite. Ja, der Zweite könnte noch der Erste sein, wenn er nicht verschreckt. Ja, ich dachte, wir wären irgendwie noch, weiß ich nicht. Ich hab Innistir noch im Kopf. Ach, guck mal, Liesel. Jetzt hast du Liesel-Segel hier. Die Möglichkeit, wieder ein bisschen aufzuholen. So, ich bin hier. Hier, ich sehe dich, ja. Balmung ist durch. Gut. Der zweite ist auch durch. Ja, das reicht. Ja, 3 ist direkt. Du musst jetzt gleich hier ankommen. 4 ist unter mir. Oder er hängt irgendwo fest. Der bewegt sich gerade nicht. Kassus? Ich hatte was umgeplant, aber klappt leider nicht weiter. Nee. Das verlierst du gerade wieder schön. Das macht nichts. Der Weg ist da lang. Eben. So, jetzt wird es ziemlich spannend. Wie ihr seht, befinde ich mich jetzt bereits in Lukas Checkers. Das heißt, hier haben wir PvP-Gebiet. Also wenn mich jemand hier abschlachtet, dann war es das. Die Aufnahme läuft, wie gesagt, so lange, bis ich im Knast lande oder bis jemand im Ziel ist. Weil ich denke schon, dass ich auf die Glocke bekomme. Es gab jetzt sehr viel PvP-Aktivität. In Innistir wurden bereits viele Teilnehmer getötet. Checkpoint befindet sich am Wasserfall im Süden und ich werde jetzt einfach mal kurz diese Kanutour vormachen, also ganz mal abseits vom Wettbewerb. Wenn ihr das aus Teilnehmersicht sehen wollt, dann empfehle ich euch weiterhin bei Shira anzugucken, Tivika Let's Play. Und ich werde jetzt einfach mal den Fluss besuchen und dort mal ein Boot spawnen. Ich weiß gar nicht, habe ich überhaupt ein Ruderboot dabei? Oh nein! Nein, ich habe gar kein Ruderboot dabei. Sehe ich das richtig? Nur mal kurz hier sortieren.
Nein, ich habe gar keinen Ruderboot, Signorina. Bin ja froh, dass ich überhaupt ein Speedboot dabei habe. Aber mit einem Speedboot kann ich hier nicht fahren. Das heißt, ich sehe das jetzt mal gleitenderweise hier. Und eine sehr lustige Stelle, auf der, wo sowieso viele Teilnehmer vorbeikommen werden, ist dann hier vorne, weil hier fängt das Wasser langsam an, schneller zu werden. Und hier werde ich jetzt auch nochmal kurz... Ah, nein, 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 zu Anschauungszwecken... Autsch. Zu Anschauungszwecken werde ich jetzt hier nochmal mein Speedboot spawnen, damit man einmal den Stunt mit mir sieht und das große Gelächter geht dann sowieso erst los, wenn die... Lass mich einfach hier rein. Lass mich rein. Nein, 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 nein. Oh. So, ich bin jetzt auf meinem Speedboot angekommen. Okay. Und los geht's, Liesel. Immer hart am Wind, ne? Weißt Bescheid. Ah, gegensteuern. Komme ich da vorne überhaupt durch? Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ah. Ich würde mal sagen, perfekt. Jetzt muss ich mich nur noch irgendwo in Stellung bringen. Ich werde mich jetzt hier irgendwo verstecken und dann von da aus aufnehmen. Bis gleich. Ja, das war blöd. Was spawnen die eigentlich? Du weißt, wenn du verreckst, musst du nochmal ganz zurück zum See, auf die Insel. Aus dem Grund. Hab ihn gestunt. Wo spawnen die denn eigentlich? Ist irgendwo noch ein Spawnpunkt in der Nähe? Ja, ich glaub schon, dass da irgendwo hier in der Nähe ist. Ah, da kann sie ja mal blöd hoch rein. Ja, Vic, hast du keine Telekinese? Stopp, 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 ich hab... Ich hab ihn gestunt. Die Kotten hier. Moment, ich fahr mich runter. Kommt ihr durch, oder? Ja. Ihr könnt auch unten drunter durchschwimmen, oder? Ja, aber den PK an. Ach, das ist... Ja, ich port mich runter, ich bin sofort da. Bin trotzdem durch, bin trotzdem durch. Ja. Kommst du auch durch? Ich bin auch durch, ich weiß aber nicht, wo die jetzt sind. Okay, daher kommen, dann, keine Ahnung. Dann komme ich euch von dem nächsten Checkpoint aus entgegen. Ich habe einen Branwolf hier. Ein Branwolf ist auch Teil von Artish Source. Also killt er mich oder wie? Eros war gerade über mir in einem Ruderboot. Ja. Aber wie kann der da stehen? Normalerweise wird er doch mitgerissen von der Strömung. Ja, er rudert gegen die Strömung. Achso, okay. Fido. Dein Schiff steht ein bisschen im Weg. Das freut mich, weil dann stehe ich mir ein bisschen in meinem Weg. Kannst du nicht unten da durchschwimmen? Nein. Ich schreibe die ganze Zeit und die sagen mir, no, we are friendly Koreans, we would like to make something with the event. Bin ich im Weg. Gut, damit haben wir dann erstmal Bilanz bis nach Steppelt. Platz 1, Luna. Also ich doch wieder nach vorne geschummelt. Platz 2, Serpera. Und das war's jetzt von den Leuten, die ich jetzt erstmal aus meiner Gruppe gekickt habe. Dann kann ich wieder weiter. Genau.
Ich wundere mich, dass da andere Spieler auf dem Server sind. Komischerweise, die ganzen Bots von vorher sind alle weg. Ja. Ach, die Deutschen machen was. Komm, tun wir sie lieber offline. Ja. Uns reporten sie die noch. Bleiben wir schon die ganze Zeit im World-Chat über uns. Hm. Das ist ja nicht aus Gruppe, ne? Okay, sehr schön. Vermutlich schon, ja. Wenn das jetzt mit dem Jury-Angriff nichts mehr wird. Ja, wir haben gerade Saranja und Trickster unter Kontrolle. Na klar, aber was ist mit den Teilnehmern, die eigentlich angegriffen werden sollten? So, jetzt. Also, Theos hätte mich vorher auch ein paar Mal kennen können. Mach ich ein PK eigentlich nochmal an? Steuerung F. Steuerung F. Ah, danke. Vorne sind sie. Okay, Zieldurchlauf ist das, sobald man diese Busstation erreicht hat. Das heißt, sobald man an dieser Busstation steht, hat man gewonnen. Ist ein Stealth. Genau. Beide Stealth. Da ist er. Da ist er. Ah, er hockt sich hin. Ich möchte er mich gar nicht angreifen. Hier ist er, hier ist er. Trickstor. Sind da Wachen? Ja. Ja. Ich bin da. GZ. Puh. Herzlichen Glückwunsch. Ja, auch von mir. Danke, danke. Lol, weißt du, ja, der letzte wird der erste sein, oder wie war das? Ach ne, das war Cassus erste. Ja. Genau, ich wollte schon sagen. Ist ja Belox. Warte mal. Jetzt hat er mich getötet, aber ich war ja im Ziel. Ja, hätte ich mal PK angekriegt. Tja, ja. Oh, welche? Oh. Shira ist beim besten Teilnehmer. Okay. Ja. So, wollte einfach mal. Vielleicht läuft er ja raus, habe ich gedacht. Ich könnte ihn rauspushen und dafür verrecken. Nee, lass das mal. Bleibt lieber alle gesammelt hier. Ja, meinen herzlichen Glückwunsch an die Gewinner, kann ich da jetzt mal nur sagen, ne? Oder auch an alle fünf Teilnehmer. Wie gesagt, macht's am besten so, schickt mir am besten per Privatnachricht auf argageonline.de beziehungsweise auf YouTube eure Adressen zu, dann werden die Preise vergeben. Ich werde es nochmal ins Forum reinschreiben, was es jeweils zu gewinnen gab. Die Sachen gehen dann im Lauf der Woche an euch raus. Ah, guck mal, Blizzardo ist da. Naja. Auch immer ein witziger Wettbewerb, ich habe leider nicht viel mitbekommen diesmal von den Schlachten, aber naja, ja, anscheinend hatten alle ihren Spaß, auch die Großen. Tut keiner mehr an mit dem Kleider hier. Und ich hoffe natürlich weiterhin, dass die Arcumen Challenge 3 dann im Rahmen der geschlossenen EU-Beta stattfinden wird. So am letzten Tag habe ich mir da überlegt, ne? Das wäre natürlich eine geile Sache. Ja, ist die Frage halt, wann sie dann wirklich stattfindet. Die nächste Arcumen Challenge wird auf jeden Fall eine Weihnachtsausgabe werden. Vermutlich oder eine Neujahrsausgabe, also entweder Dezember oder Januar. Mal gucken, wie es zeitlich dann hinhaut, das Ganze. Mhm. Mache ich natürlich auch sehr stark vom Datum einer geschlossenen Beta in Europa abhängig. Das Jahr lassen wir mal offen. Ja, ja. 2015. Wie ist der aktuelle Challenge dann in Backdoppert? Oh ja.
Nee, aber okay. Ich schick dann halt auch an alle noch den Yata. Fido, du schickst an alle dann das Bild. Ja, genau. Und ich darf dann im Übrigen in diesem Zusammenhang auch mal noch die Jurymitglieder herbitten. Obwohl, die habe ich ja. Oh, ich kann nicht handeln, weil ich hier angegriffen werde. Puh! Weg! Rosel! Ich bin nur zum Schlafen! Aus jetzt! Böse Hündchen! Schlaf, Baby, schlaf! Oh Mann, so wird es nichts mehr heute. Irgendwie nicht. Weg! Okay, ja, ja. So, bin auch raus mit der Aufnahme. Ich werde angegriffen von dir. Du willst mich doch wohl verarschen, oder? Echt? Und tschüss. War klar. Ja. So. Der Account ist wieder frei. Und ich mach mich aus dem Staub. Macht's gut, ihr Trottel. Ich schicke euch die Sachen per Mail. Ja, dann ist Liesel jetzt auch fertig. Wir haben jetzt auch ein paar Leute hier im Teamspeak drin, haben noch mal kurz gequatscht hinterher. Wie gesagt, das genaue Video, das seht ihr dann bei Shira, könnt ihr euch das angucken. Der hat viel mehr Teile davon direkt mit den Teilnehmern aufgenommen. Ich hoffe, das Special hat euch Spaß gemacht. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag alle miteinander und wir sehen uns dann morgen zu einer neuen Folge von Let's Play Argage, dem deutschen Videomagazin. Bis dann, ciao, ciao.